Du wirst mein Freund.
Vielen herzlichen Dank. Und schön, dass Sie gekommen sind, trotz des tollen Wetters. Wir kommen jetzt von Schubert zu Verdi. Das mag dem manch einem ein großer Bruch erscheinen. Ich finde es doch ganz logisch, weil die Stücke, die wir jetzt von Schubert gehört haben, sind ja Lieder und die von Verdi, wie Sie hören werden, sind tatsächlich auch ursprünglich Klavierlieder gewesen. Und in diesem Fall für Orchester bearbeitet aus einer Feder, und zwar von Luciano Berio, 1991. Da wird Sie wahrscheinlich das ein oder andere Orchesterdetail überraschen. Auch hier begegnen wir natürlich wieder dem Gretchen im zweiten Lied, De Pietoso Addolorata, ist ihr Gebet im Münster, was Sie auf Deutsch sicherlich alle kennen, ach Neige, du Schmerzensreiche. Auch die anderen Lieder, die wir jetzt dazu gewählt haben, sind zwar nicht in chronologischer Reihenfolge, wie sie eigentlich bei Berio in dem Zyklus waren, aber haben doch alle irgendwie einen Bezug. Das erste ist ein wirklich passioniertes Liebeslied. Und danach kommen, also nach Gretchens Gebet in dem letzten Lied, Ad una stella, möchte das lyrische Ich eigentlich irgendwie zu den Sternen und dort, wo sich die Wesen, die dort leben, brüderlich in den Armen liegen, weilen. Und hören Sie doch mal, wie Luciano Berio in dem Nachspiel, in dem Orchesternachspiel, sich das anscheinend vorstellt, wie das da oben klingt.
So
Desdemona. Das Ave Maria. Mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Thank you.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Schumanns Genoveva war die erste deutschsprachige durchkomponierte Oper, das heißt ohne Rezitative, ohne Dialoge. Genoveva, ich finde, sie hat ziemlich viele Gemeinsamkeiten mit Margarete. Genoveva ist wie Faust auch eigentlich ein mittelalterlicher Stoff, eine Geschichte, die oft erzählt wurde, die auch teilweise aufgeschrieben wurde, aber eigentlich mehr ein Mythos, der im Bewusstsein der Menschen rumgeisterte. Und dann hat Friedrich Hebbel und Ludwig Tieck haben daraus Stücke gemacht, so wie Goethe das bekannteste Faust-Bühnenwerk geschrieben hat. Außerdem haben die beiden Frauen eins gemeinsam, und zwar neigen sie dazu, in Krisensituationen zu beten. Und werden tatsächlich auch beide gerettet. Genoveva hat das Glück, dass noch zu ihren Lebzeiten die Rettung erfolgt, bei Margarete erst nach dem Tod. Genoveva ist verheiratet mit dem Grafen Siegfried, welcher zurzeit gerade im Felde ist. Sie ist also alleine auf dem Schloss und sie hat Widersacher. Und diese Widersacher schmieden Komplott und sie spürt das irgendwie, aber kann es nicht richtig benennen und hofft einfach, dass nichts Schlimmes passiert. Auf dem Hof hört sie, wie die Knechte zechen und Würfel spielen, frönen, und sie hat Angst, und was tut sie? Sie betet. Wie man Hof sie sagt, wie Pfeife, die vom Raum kommen.
Es passiert in der Nacht, kurz danach, Folgendes. Es versteckt sich ein unwissender Knecht des Hauses in Genovevas Zimmer. Dem wird gesagt, er soll auf sie aufpassen. Er steht da hinter dem Vorhang. Und Genovevas Widersacher rufen das ganze Schloss zu ihr ins Zimmer und sagen, sie hat einen Buhlen dort in ihrer Stube. Sie ist natürlich völlig unschuldig. Ebenso der arme Mensch hinterm Vorhang, der kurzerhand erdolcht wird. Und daraufhin wird sie also zum Tode verurteilt. Und wir begegnen ihr jetzt wieder, wo sie von zwei Knechten in den Wald verschleppt wird. Diese beiden Knechte werden hier heute von den beiden Fagotten da hinten dargestellt. Und als sie da also ankommen an diesem Ort, wo sie eigentlich wie ein Reh geschlachtet werden soll, erblickt sie im Baum ein kleines Marienbild. Und sie freut sich so sehr über dieses kleine Zeichen, was ihr in ihrer Todesstunde dort geschickt wird, und verfällt wirklich in ein sehr inbrünstiges Gebet, was Schumann unvergleichlich auskomponiert hat, weil es richtig eine Erscheinung hat. Es erscheint ihr die Mutter Gottes, es öffnet sich der Höhle Dach und sie ist danach eigentlich sehr gelassen und sagt, was kommen mag, ich bin bereit. Es geht ja gut aus für sie später, wie wir jetzt schon alle wissen. Aber jetzt ist es gerade ganz, ganz schlimm. Thank you.
Aus dem Wald, aus dem deutschen Wald zurück zu Margarete, diesmal Margarete in Frankreich, Marguerite, aus dem Werk von Hector Berlioz, La Damnation de Faust, hören wir jetzt die Arie der Marguerite. Und das ist ja, es ist nicht genau der Goethe-Text übersetzt, aber es ist trotzdem sinngemäß eigentlich dieselbe Stelle, wo wir sie jetzt gerade erleben, wie das allererste Lied des heutigen Abends, Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Und wo das bei Schubert drängt und so ist, ist es bei Berlioz ganz anders. Nämlich jetzt schon unglaublich melancholisch, wahnsinnig traurig, langsam und dann zwischendurch fängt sie an zu brennen, aber die eigentliche Liebeserklärung ist eine ganz andere.
Und damit sind wir auch schon mittendrin in Gounods Oper Marguerite. Wir begegnen Marguerite noch einmal relativ unbescholten am Anfang der Geschichte. Sie wundert sich, was das für ein Mann war, der sie da angesprochen hat. Und um sich von diesen Gedanken abzulenken, singt sie das Lied vom Thule-König. Wird aber immer wieder von ihren Gedanken unterbrochen in diesem Rezitativ. Und dann am Ende findet sie dieses berühmte Schmuckkästchen und que dire, et j'ai rougi d'abord,
C'est toi.